Stundenlang ist die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Einfamilienhaus im hessischen Bad Zwesen brennt lichterloh nach einer Verpuffung. Ein Hausbewohner kann sich gerade noch ins Freie retten, doch für seine Ehefrau kommt jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte entdecken ihre Leiche am Abend in der Brandruine. Die Flammen schlagen hoch in den Himmel und beißender Rauch erschwert den Feuerwehrleuten das Löschen. 120 Rettungskräfte sind hier im Einsatz, aber sie können nicht verhindern, dass im Feuer eine Frau stirbt und das kleine Einfamilienhaus im hessischen Bad Zwesten ein Raub der Flammen wird. Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Vordringen in das Haus nicht mehr möglich, sodass im Außenangriff gelöscht wurde. Auslöser des Großbrandes war vermutlich eine Verpuffung. Näheres kann die Polizei noch nicht sagen. Das Gebäude wird völlig zerstört, der Sachschaden auf rund 250.000 Euro beziffert. Das einstöckige Fertighaus wurde von einem älteren Ehepaar bewohnt. Der Mann konnte sich retten, seine Frau schaffte es nicht mehr. Die Nachbarn sind bestürzt. Es ist eine Katastrophe, was hier passiert ist, wenn man das sieht, wenn so ein Fertighäuschen abbrennt. Schlimm, ganz schlimm. Das Schlimmste aber ist, dass wir hier oben keinen Wasserdruck haben. Die Feuerwehr konnte die ersten Minuten nicht eingreifen. Noch ist unklar, was zur Verpuffung und dem Feuer führte. Die Auswertung der Spuren gestaltet sich aufgrund der Verwüstung schwierig. Bislang können wir zu der Brandursache und auch zur Entstehung noch nichts sagen. Die Kripo ist gerade vor Ort eingetroffen. Die Brandursachenermittler werden ihre Arbeit aufnehmen. Es war ein tragischer Einsatz für die Feuerwehr. Sie kann nicht verhindern, dass ein Mensch stirbt. Und es war auch noch die Frau eines ehemaligen Feuerwehrmannes.